84 Rundschaden, das ist schon mal nicht schlecht. Wir machen also jetzt. Wie viel Zusatzschaden? Wir machen. Aber wir können gleich. Sehr ruhig. Dann verhauen wir noch mal ein bisschen was aus Falkion direkt drauf. Das hat man noch gar nicht upgraded. Richtig. Das haben wir wieder nicht genug gesehen. So, na dann zeig mal. Also ich wollte noch mal ganz kurz die Schadenswerte sehen. Deswegen, ja. Zeig mal. Plus 65 jetzt mittlerweile. Ja. Ja. Könnte jetzt genauso stark sein wie das Krummsäbel. Hoffen wir mal. Ja, das hier müssen wir halt ordentlich hochpowern. Das mit dem Ichigatana, das lassen wir einfach mal außen vor. Aber das Ichigatana müssen wir halt aufwerten, wenn wir bei dem grünes Titanit kaufen können. Hm. Weil der Typ ist jetzt halt unser. Wir müssten jetzt halt haufenweise Seelen farmen, um bei denen einkaufen zu können, bei dem Typen. Ja. Es geht eigentlich am besten, indem wir die großen Typen. Die Statuen? Die Statuen, richtig. Ja, ah, die haben es nicht so mit Feuer. Die sind echt nicht mit Feuer, die Typen. Ja. Ich meine, die haben aber vorher auch schon mit 3 Schlägen kaputt gekriegt, aber jetzt geht's ja noch besser. Und wir kriegen jetzt auch kaum Schaden durch ihre normale Angriffe. Du willst die Statuen dann kaputt machen? Hm. Ich überleg noch. Ah, ich muss die kaputt machen. Ich hab gar keine Wahl. Was ist mit dem Riesenvieh, was da unten rumlungerte? Der ist doch dann auch gar nicht mehr da, wenn du ihn kaputt machst. Ja. Respawnt doch nicht. Das respawnt nicht, das ist vollkommen richtig. Das wäre doch mal eine Herausforderung. Könnte ich auch wieder spielen. Wir gleich mal wieder an sich selbst. Wir gucken erstmal, wie viel Schaden wir jetzt an den Riesen machen. Na gut, ja. Das ist berechtigt. Das Problem ist bloß. Ich hoffe mal, ich trigger nicht bra. Nicht beide. So cool, wenn ich das beide mitbe- getriggert. Gar nicht? Nein. Sehr gut. Verdammt. Dann kann ich den einen mit dem Pfeil und Bogen abschießen. Sehr schön. Da kommt übrigens jemand links hoch. Da siehst du, der geht jetzt auch rum. Wo? Einer was? Von dem da kommt gleich noch von oben was. Da so ein Fliegenvieh. Halt diese komischen Viecher. Ernsthaft? Ja, der ist da rumgegangen, der ist die Treppe hoch. Stimmt, das wir haben einen Videobeweis. Ja. Ah, ich weiß, welchen du meinst auf jeden Fall. Ja, ja. Der sollte jetzt da oben rum. Wie man hier da schon hinten, zum Boss. Ja. Ja, ich hab das. Wie man hier jetzt schon zum Boss gucken kann. Da ist er. Er geht zurück. Hm. War wahrscheinlich bloß eine Fliege. Und weg ist er. Der gute alte Trick. Was hat denn der eben nicht getroffen? Ich glaube, du hast keine so allzu gute Stelle ausgewählt. Hä? Bin ich blind oder so? Ja. Ah, jetzt funktioniert das. Der Bogen müsste jetzt auch stärker sein, oder? Durch die Levelaufstiege? Ja. Einmal dadurch und wenn wir halt Geschicklichkeit hoch machen, ne? Mhm. Ich glaube sogar mit A-Geschicklichkeit der Bogen. Wir bräuchten halt mal einen besseren Bogen langsam, aber ich weiß echt nicht, wo man die herkriegt. Vielleicht kann man sich ja einfach für den Seelen herstellen. Das wäre cool, so einen Geschicklichkeitsbogen hat. Ja. Schön. Aber Bogen sind meistens Geschicklichkeit. Bis ja, auf halt. Wenn es nicht gerade der riesige Drachentöterbogen ist, der voll cool ist, den wir nicht benutzen können. Wir können ihn benutzen. Ja, jetzt machen wir doch hier auch annehmbaren Schaden. Ja, das ist 109 schön. Ist auf jeden Fall, finde ich gut. Ja, definitiv stärker als vorher. Ey. Jetzt weiß ich auch wieder, wie man die besiegen muss. Habe ich eben fast vergessen. Ja, durch die Beine durch. Richtig. Ich revidiere ganz kurz meine Meinung. So, jetzt nicht mehr. Du trinkst erstmal Pepsi. Genau. Ach, Mann. Witzig, wa? Ja. Auch beim 100. Mal ist es immer noch witzig. Das ist das Tolle. Tag, so, es wird niemals langweilig. Es ist doch nicht zu fassen. Da sinkt eine Estus-Lako-Anzeige. Ja, sei ruhig. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Muss sie doch bloß verbrennen. Ja, Mensch.
Jetzt will ich sehen, wie du dieses Riesenvieh platt machst. Nein. Warum erst gehe ich zurück und dann töte ich dieses Riesenvieh. Ja klar, mit aufgefüllten Estusflakons. Genau. Ist klar, aber... Dann töte ich das gerne. Die waren doch gar nicht mal so extrem stark, oder? Die machen viel Damage. Ja, aber wenn man den ausweicht? Das ist halt... Das ist doch das Beste, was wir können ausweichen. Begrenzter Platz halt, ne? Ja, machst halt ein paar Stühle kaputt. Noch, ich meine, der Platz ist noch begrenzter als ein paar Stühle. So, jetzt könnten wir... Ich gehe nochmal zum Schmied. Da müssen wir eh dran vorbei. Ja, Seelen haben wir jetzt ein paar. Genau, dann können wir nämlich einmal... Sehr ruhig. Hallo. Können wir nämlich einmal das Falkhorn nochmal verstärken? Tja, bloß eine grüne Scherbe werden wir nicht kaufen können, oder? 4800? Na gut. Brauche ich doch jetzt. Wie du jetzt kaufst? Hm. Ich kaufe lieber erstmal kleine Scherben. Ja, fürs Falkhorn. Genau, fürs Falkhorn. Sechs, lass mal. Jetzt kann ich sie mal aufrüsten, sehr gut. Schon echt cool, da können wir richtig viel aufbessern. Richtig. War eine gute Entscheidung, das Uchigatana göttlich zu machen, finde ich. Vielleicht können wir es zwar nicht mehr normal nutzen, aber... Naja, es hat halt coolen göttlichen Schaden, falls wir mal einen Gegner haben, der da echt schwächelt, wenn du mit sowas kommst. Werden wir haben, keine Angst. Am besten einen Dämon wahrscheinlich. Dämonen und die Skelette vor allem. Ah ja, die Skelette, die waren ja auch noch da. Und das Beste daran ist, die respawnen nicht, wenn wir die damit hauen. Ist das so ein spezieller Effekt von diesem Göttlichkeitseffekt-Ding? Ja, genau. Oh. Weil ich hab dir mal erklärt, dass mit den Nekromanten, die dann da rumrennen. Ja. Das tritt halt nicht ein, wenn wir halt eine göttliche Waffe haben. Ja, bist schon richtig. Ich weiß. So, dann links, ne? Oder geradeaus? Ich glaube links. Dann bist du, ja. Im Trophäenraum, genau. Schön. Und dann sind wir auch gleich auf der Ebene des Feuers. Weißt du eigentlich, welchen Endgegner wir dann vor uns haben? Jo, weiß ich. Ich weiß es sogar ziemlich genau. Hm. Richtig böse? Richtig böse. Richtig groß? Nö, das sind zwei. Ah, wie die Gargoyles. Ja, bloß gemeiner. Ah. Ist das der einzige Endgegner dann? Wie der einzige? Für Anulondo? Nee, ich glaube nur einen zweiten. Hm? Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ach, wahrscheinlich versteckt. Ja, ich glaube, da müsste man die Wendeltreppe, die wir da haben, noch mal eine Etage runter machen. Also ganz tief runter, noch tiefer ja. Als es schon, als das Feuer halt. Eine Etage tiefer als das Feuer. Warum bin ich hier hoch? Du meinst jetzt aber die von draußen, die Wendeltreppe, oder? Genau. Und hier drinnen geht ja nur nicht. Die sich dreht halt. Ja. Die mechanische. Hast du, glaube ich, schon mal erzählt beim letzten Mal oder davor. War auf jeden Fall was mit dieser Treppe. Alter, jetzt auch 369, ja, das war sehr gut. Jetzt merkt man noch, dass es sich lohnt, das aufzurüsten. Ja. Vielleicht können wir sogar aufrüsten, nachdem wir den Dämonen getötet haben. Wenn es nochmal Dämonen-Titanit gibt? Gibt's bei dem. Muss ja, ist ein Dämon. Ja. Ein Steinsdämon halt. Der droppt auf jeden Fall einmal Dämonen-Titanit. Wenn wir Glück haben, sogar zweimal. Das war jetzt richtig eklig. Da brauchst du schon die Hälfte auf, während du noch zum Gegner rennst. Ja, hoffen wir mal nicht. Alter! Trink. So, ich wächst denn hier. Funktioniert ja echt gut mit diesem schweren Angriff, dann nochmal nachzuholen. Das funktioniert echt, vor allem weil er so schön schnell ist. Ui! Ist halt echt ein schneller Angriff. Da war niemand. Du willst doch bestimmt wieder durch hier die Drachenkammer. Genau, da von links ist das. Da vorne rechts. Hab ich doch gesagt. Es ist doch fast wie ein Silent Hill. Ja, das ist das Problem. Was eigentlich mit Silent Hill 2? Wollten wir es nicht mal spielen? Das kannst du unseren Zukunfts-Ich sagen. Okay. So, und jetzt kann ich gleich direkt gegen den Typen kämpfen, ne? Wenn du da oben rauskommst, ja, dann sollte der gleich auf der anderen Seite sein. Genau, schön. Ich hoffe mal, der hat keine Immunität gegen Feuer oder keine ausgeprägte Abwehr gegen Feuer. Ja, ist halt blau oder steinig. Steinig, das ist halt das Problem.
Instant tot. Hat ja nicht mal einen Kopf. Ja. Du passt echt nicht auf bei den Gegnern, oder? Nee. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Das ist richtig. Das letzte Mal in seiner Festung, als er noch hatte in der letzte Jahr einen Kopf und die sind jetzt ein bisschen anders. Willst du den jetzt nochmal versuchen? Ich versuch's nochmal, ja, aber ich bezweifle, dass ich ihn schaffen werde, wenn er one-hitted, also. Ja, one-hitted einfach der Typ, ey. Tja. Das ist ja. Das ist echt ein mieser Mist. Erstmal die neue Waffe ein bisschen ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Aber die hat im Prinzip fast dasselbe Movement-Set wie unsere alte, bis auf der schwere Angriff, der ist anders. Sonst sollte alles komplett dasselbe sein. Kann sein, dass es noch eine höhere Reichweite hat, das Schwert. Hm, gut möglich. Ist halt nicht so krumm wie das Krummsäbel. Ja. Aber, ja, es glitscht durch nicht mehr durch. Tja. Das ist an sich schon ganz nett, vor allem die Reichweite ist auf jeden Fall höher. Es hat auch ein längeres Schwert, vor allem wenn das so hält. Im Profil. Ah, ich merke gerade, falls du den Dämon schaffen solltest, wir brauchen neue Pfeile. Um ihn anzulocken oder was? Oder an sich? Nein, wir brauchen für... Willst du einfach nur neue Pfeile haben? Ich will neue Pfeile haben, wir haben nämlich nur noch 60 oder so. 50. Haben wir glaube ich noch. Für die großen... Für die Statuen. Statuen im Thronsaal. Das war zuerst die beiden draußen machen und dann den im Thronsaal einen mit dem Pfeil und Bogen abschließen. Ich bin doch zu weit gerannt. Ist ja geil. Die Waffe ist ja ziemlich stark, da ist das nicht so schlimm. Silber. Ja, ich bin nicht so der Backstabber. Das ist, mittlerweile ist das ja nicht mehr so schlimm. Die Waffe reißt es jetzt raus. Ja. Obwohl ich ja Backstim extrem wichtig finde. Hey, da ist schon wieder. Ja, da habe ich zu oft geschlagen. Backstim. Ja, du darfst halt nichts anderes drücken. Ja, man muss es halt auch ein bisschen gedrückt halten. Ja. Ist ein bisschen wie Autofahren. Bei welchem Spiel war das mit dem Charakter auch so, als ob man ein Auto fahren würde? Das war Heavy Rain. Heavy Rain, genau. Ich bin ein Assassine. Das war so genial. Wurde sich überhaupt noch mal einen Estus-Balkon zu nehmen? Ja, definitiv. Ist eh egal. Deswegen lohnt es sich eigentlich nicht. Ja, trink. Du bist trotzdem. Nach einem Treffer bist du nicht tot. Der hat mich nur gekillt, weil er mit seinem Schwanz getroffen hat. Oh, ich merke schon. Aber du kommst gar nicht durch. Wir sind nur Two-Hit. Wenn du dich einmal triffst, dann war's das. Dann bist du erstmal. Na, jetzt musst du sie sehen, wiederholen. Hilft alles nicht. 6100. Also. Weniges reinhuschen und Seelen wiederholen, oder? Ich töte den dann jetzt. Okay, oder? Ich versuche ihn zu töten. Okay, also machst du jetzt ernst? Also das eben war ja bloß alles Show, also. Ich weiß nicht, ob ich ihn kriege. Geht doch kurz rein, lasst ihn ein bisschen die Bänke zerstören und dann habt ihr freie Bewegungsmöglichkeit. Weil die Bänke behindern euch in eurer Geschwindigkeit. Das ist durchaus möglich. Können wir probieren. Jo. Also, falls ihr es eben nicht gehört habt, unser guter Geist meinte, dass wir einmal reingehen. Und dann wieder raus und er soll in der Zeit ein paar Bänke zerstören. So haben wir mehr Bewegung. Bisschen seine Wut so rauslassen. Genau. Vielleicht wird er dann auch ganz lieb. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Danke, dass ihr meine Seelen befreit habt. Hier habt ihr da ein bisschen das versprochene Dämonen-Titanit, ja. Genau. Und 5000 Seelen, weil ihr so nett wart. Genau. Ruft mich an. eure kopflose Steinstatue. Ich glaube, die heißen Titanit-Dämonen. Ja, ja. Also, da war ist was. Irgendwie logisch. Die droppen Titanit. Das sind Dämonen. Das sind Dämonen. Soll ich es noch offensichtlicher machen? Weiß nicht, ja. Versuch dich ein bisschen dran. Okay, geht nicht. Geht nicht offensichtlicher. Ja. Okay, sie heißen Dämonen. Sie heißen Titanit-Dämonen, weil sie Dämonen-Titanit droppen. Mhm. Sag das dreimal schnell hintereinander. Hey, frech. Hey, ich will bloß deine Kampfleistung optimieren. Ein normaler Treffer und der ist tot. Schön. Tralalalala. Sag mal, zählt eigentlich diese Nesco-Rüstung als Kleid? Nein. Ist ein bisschen so wie ein Kleid. Ein Waffenrock. Oder?